Moin, Jerry. War ich nicht bereit. Noch eine Sackgasse. Naja, das geht vorbei. Finde ich auch gut. Diese Mine wurde aufgegeben. Oh! Das ist unwahrscheinlich. Hier ist hier. Das weiß ich. Dürlin hat uns zum Eingang der Mine geschickt. Wir müssen nur weiter suchen, bis wir ihn finden. Du sagtest, ich habe das Kommando. Und ich sage, wir suchen weiter. Also hör auf. Sieh dich vor. Ich folge dir. Aber ich spreche aus, was ich sehe. Ein Teil einer Chaosflamme war das. Aber so wirst du nicht mit mir reden. Verstanden? Jawohl. So. Noch eine Tür. Die muss es sein. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir zu ihr hinkommen. Ja. Kletter hinüber, such einen anderen Weg. Mhm. Ich glaube, hier ist eine Kurbel. Atreus, hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Tyr, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Der Beweis hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist das dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Ich hoffe, das verstehst du irgendwann. Ja! Sieht aus, als lässt diese Maschine Erz in den Wasserdruck fallen. Wait. Das hat nicht ganz geklappt. Was könnten wir noch machen? Ah, okay. Interesting. Ja. Wie kann uns das Einfrieren helfen? Das muss es sein. Ja, aber was jetzt? Ah! Okay, nur nicht ganz an der richtigen Stelle gewesen. Okay, jetzt. Ich hatte aber eben nur eins von den drei Dingern nicht drin. Deswegen wurde es nicht zu diesem Klumpen. Schon wieder nicht der richtige Spot, oder? Oder doch? Doch, war der richtige Spot. Bin ein bisschen doof. So. Jetzt. So. Ich denke da wieder viel zu weit, dass ich das so ein bisschen später machen muss, damit sich das gegenseitig nicht im Weg steht und so. Wow, was jetzt? Können wir die Plattform wieder in Gang bringen? Go. Ja, sehr gut. Ich komme zur Tür. So. Man muss damit nicht mal einen Gegner treffen, um das zu machen, Kai. Das ist krass.
Wir müssen nochmal zurück zur letzten. Ist doch Tomb Raider in einem anderen Look. Im Prinzip ja. So kann man es nennen. Ah, hier ist eine Shortcut. Oh oh. Kann der Boden nicht stillhalten? Shortcut zum Raum eben. Das kommt mir bekannt vor. Wir sind wieder in dem Spiralbereich der Mine. Der Mine Granger. Moin, Fabian. Kratos' Frau ist aus dem Norden und er ist Grieche. Also Atreus ist halb Grieche väterlicherseits? Ja. Verdammt! Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen. Augen auf. Das kam von hier drüben. Hier führt ein Weg hinaus. Okay, let's go. Atreus, verärgern dich meine Worte. Schon gut, ich versteh's. Aber, wartet mal. Ist das da vorne Licht? Hey, das könnte es sein. Ein Türriegel, da muss etwas eingesperrt sein. So versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Okay, ich gucke mich erstmal kurz nochmal im Raum um. Okay. Auf geht's, Atreus. Boy. Okay, wir kommen da später nochmal hoch. Alright. Was haben wir hier? Okay. Let's go. Was ihr abgerast? Was? Wer seid ihr denn? Seid ihr aus Borderlands entwischt oder was? Bifrost-Angriffe können Gesundheitsbalken. Okay, Bifrost hinzufügen. Die können. Folgetreffer können. Okay. Treffer! Rechte Seite, Bruder! Rechte Seite! Von rechts! Autsch. Fernhalten. Hier muss es sein. Dann weiter. Die waren gar nicht mal so schlimm wie gedacht. Wer ist die dritte Stimme ständig? Der Kopf an Kratos Gürtel. Okay. Tier! Was für eine List ist das, Odin? Welches Spiel spielst du jetzt mit mir? Odin schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Er sieht ein bisschen aus wie Aquaman. Das ist der Kriegsgott.
Diese Klingen. Ich kenne dich. Von Kriegsgott zu Kriegsgott. Göttermörder. Und jetzt willst du mich töten? Nein, dich befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tyr, Tyr! Schau, du kennst mich nicht, wahr? Ihr habt Mimir ermordet! Nein, 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 nein! Ja, wir haben ihn zurückgebracht. Ihr bleibt weg von mir, ihr Monster! Halt! Wir brauchen ihn! Wartet! Oh, boy. Was, als ob? Hast du auch gerade? Der letzte Angriff hat das Ziel. Atreus, Junge. Ganz kurz mal. 11 von 15. Okay, du kannst die Dinger auch vergolden anscheinend. Okay. So geil. Ich mag die Attacke aber sowieso einfach. Ich finde die Attacke geil. Warte mal ganz kurz. Waffen, nee, Fähigkeiten. Chaos kriegen. Ah, vergoldet. Was kann ich jetzt machen? Modmarken. Oh. Verstärken einen Aspekt einer Fähigkeit. Schaden, Betäubung oder Schutz. Das ist... Oha, okay, krass. Weiß ich gar nicht, ob das so notwendig wäre. Okay, aber irgendwie finde ich es cool. Okay, also man kann scheinbar Fähigkeiten richtig krass meistern hier auch noch. Also extra Fähigkeiten noch bekommen. Was haben wir hier noch? Brutaler Axtangriff, nehme ich. Nehmen wir. Tyr, warte, wir sind Freunde. Bitte. Ich höre sie. Hör uns einfach zu. Wir wollen dir helfen. Atreus. Hier lang. Halt ihn auf. Alter. Gleich wird es ziemlich holprig für dich. Rechte Seite!
Das ist der letzte. Suchen wir deinen Sohn. Warum hat Atreus dafür jetzt XP bekommen? No front, aber... Okay, weiter. Bisschen Gesundheit. Danke. What? Okay, das ist eine dritte Fähigkeit, die wir dazu bräuchten. Okay, alles gut. Alles wird wieder gut. Moin, Mr. P. Lass mich einfach in Ruhe. Tyr, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur Geht befreien. Weg von mir, bitte. Dich in Sicherheit bringen. Ich weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Vater. Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Kratos, Alter. Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir! Sinan! Du? Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Statue im See. Hat ein Speer. Du brauchst sicher eine Waffe. Wanderstock? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Wie groß ist der Typ denn bitte? Na gut. Ich... Ja? Ich lief weg, denn ich weiß nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Das ist doch keine Schande, Bruder. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Ihr hört ihn auch reden? Wen? Wir müssen heimkehren. Wen meint er, hä? Das Hundegebell ist bei mir im Hintergrund. Das ist nichts in dem Spiel. Ein Wind. Er kommt von hier drüben. Vielleicht ist da ein Ausgang. Mit welchem Namen soll ich euch anrufen? Ich bin Atreus. Mir kennst du ja schon. Ich bin Johnny Fischer. Vater, Kratos. Wie kommt es, dass ein Spartaner Sohn für die Jugend... Meine Mutter war die letzte Riesin Midgard. Laufey? Laufey. Auch sie wollte anfangen. Jetzt ist sie im Licht von Alfheim. Es tut mir leid für dich. Läuft dein Vater immer so ein bisschen vom Weg ab? Ja, er lootet. Duck dich. So krass, Alter. Der Typ ist echt 2,50 Meter oder so. Der Kratos dürfte schon über 2 Meter groß sein. Ist dir gut? Die sind bloß viel stärker, wenn du nicht gerade sitzt. Lasst mich.
Also schwach ist er nicht. Wieso erzürnt ihr Odin, um mich zu befreien? Tja, Ragnarök naht. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Er befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Nein! Also, Tyr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Ja, ich hab's dir gleich getan. Mhm. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja, das... Höchst erfreulich. Für alle Beteiligten. Alles gut? Das Licht, es... ist so lange her. Da vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen guttun. Komm. Du bist Ragnarök naht. Das heißt, Baldur... Baldur ist tot. Odin schickte ihn auf die Jagd nach einem Riesen in Midgard. Dann traf er auf Kratos. Jedenfalls versprach ich, die beiden zum höchsten Berg der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Erzähl von Baldur. Dazu komme ich ja gleich. Es war ja nicht alles Mord und Totschlag. Hey, du bist wieder im Kontakt. Na, erzähl doch weiter. Vorsicht! Nein. Ist schon gut. Ich mach das. Rechte Seite, Bruder! Hinter dir! Weil das hat den, das tut denen ja gar nichts. Kommt, wir müssen weg, bevor... Ganz kurz, Bronzestufe erreicht. Ausweichglut, Damos. Noch mehr angreifen. Du hättest das Feuer nehmen sollen, um dich zu schützen. Nein. Ich habe der Gewalt abgeschworen. Aber du bist der Gott des Krieges. Das bin ich seit langer Zeit nicht mehr. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Habe ich die Serie Ragnarök auf Netflix geschaut? Nee. Bevor wir weiterziehen. Die Wahrheit. Okay. Was genau wollt ihr von mir? Ihr sprecht von Ragnarök. Ja? Ist es ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tyr? Atreus. Ich. Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich.
Ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder. Lieber das als Ragnarök zu erleben. Wir suchen keinen Krieg. Wir wollen nur antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tier brauchen wir. Wir brauchen dich. Na gut. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf. Und eine Mahlzeit. Ihr habt die Wachen getötet, die mein Essen bringen. Upsi. Wie wär's? Möchtest du jetzt vielleicht weiter erzählen? LOL. Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Baldur wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Das ist doch hier, das haben wir ganz am Anfang des Levels gesehen, diese Kette, die von Zwergen genutzt wird. Und dass alle Riesen fort sind und dass sie mich Loki nannten und die Schreine und... Riesen sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle tot. Tot? Glaubt ihr, dass Odin... Wissen wir nicht. Finde ich auch gut. Glaubt ihr das? Und Kratos' Wort wissen wir nicht. Max, ich mag Kratos' Entschiedenheit. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Das ist Star Wars gerade im Hintergrund. Hei, hei, hei. Sind sie durch den Himmel zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken. Wir landen auch in Nidavellir. Was ist mit den Zwergen? Solche Bedenken, ist es zu spät. Wir müssen gehen. Jetzt. Mal Gesundheit aufpicken. Ja, wir sind wieder am Start dieser Welt. Los, weg, 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 weg. Okay, wir haben eine Tür gefunden. Werden wir noch viel mehr Welten haben jetzt, oder was? Yggdrasil. Es ist so lange her. Ich hatte seine Schönheit vergessen. Tyr, auf deinen Reisen, haben die Riesen je von Loki geredet? Tut mir leid, der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen sind Waren. Ein sehr verschlossenes Volk. Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeholt habe. Ein Baumhaus. Oh, Tyr. Du bist am Leben. Ach ja? Ist das so? Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich hast du das. Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur ein. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Wie, wir sind gleich da? Was? Gehen wir rein? Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Oh. Ja, es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut. Morgen früh. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser. Danke. Siehst du? Schlaf gut, Tyr. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr, dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe! Ich gehe davon aus, dass das niemanden stören wird. Ich kümmere mich um ein Quartier. Dieser Größenvergleich. Crazy. Bitte. Vidorik, vielen Dank für den 14. Zu viel Platz wäre unangenehm. Habt ihr
Oh, Dave, kurze Frage. Was hast du eigentlich für ein Handy? Das 14 Pro. Akkutel. Das reicht mir auch schon. Na gut. Vielen Dank. Essen vielleicht. Ah, nichts Großes. Vielleicht ein paar Hartkekse. Hartkekse? Irgendeine Art Schiffszwieback reicht aus. Ich? Mit einer Prise Salz? Tja, mal sehen, was ich finden kann. Ich habe ein paar neue Baupläne beschafft. Das ist also Quatsch, von Tier übrig, hm? Da, wo ich herkomme, würde man sagen, er hat einiges durchgemacht. Hm. Haben wir alle. Du bist ja richtig philosophisch. Weißt du was? Die sind in der Vorratskammer. Ich schau leise nach. Warte noch auf mein 14 Pro Max. Ja, das Pro Max war mir tatsächlich ein bisschen zu groß. Ich bin jemand, der... Also ich hätte am liebsten das... Also ich hätte am liebsten ein 14 Mini gehabt jetzt. Wait, das habe ich equipped. Warum habe ich nicht was anderes equipped hiervon? Okay, dann verbessern wir mal das. Und können das direkt ausrüsten, sehr schön. Ja, nee, also am liebsten hätte ich halt wirklich ein 14 Mini, mit halt gutem Akku. Das wäre cool. Das wäre halt richtig cool, aber leider hat halt, ich habe ja vorhin das, vorher das 12 Mini gehabt. Und leider, leider ist das so... Ist das... Danke fürs Herbringen. Hier kommen die Einherrer ja wenigstens nicht dran. Leider ist es ein bisschen Medium eher, was so... Auferstehungsstein kann auch immer helfen. Wobei theoretisch kann man auch einfach komplett ohne Auferstehungsstein spielen, ne? So krass, wie die Dings gesetzt sind, die Safe-Punkte. Das habe ich equipped, okay. Das bauen wir dann weiter aus. Verdammt, bin ich gut oder was? Ich hatte sofort das 12 Mini, aber da war der Akku, die Akkulaufzeit irgendwann leider nicht mehr ausreichend, so. Weißt du, wenn du halt, spätestens wenn du halt mal einen Tag unterwegs bist irgendwo, wo du halt, keine Ahnung, irgendwo eingeladen bist oder so, dann merkst du halt leider, dass das, nicht so optimal läuft alles. Vielleicht kann ich heute Nacht schlafen. Richtig schlafen. Schlaf eines freien Mannes, ohne Allvaters Auge auf mir. Es wurde mir halt teilweise sogar ein bisschen zu, also es war mir ein bisschen zu wenig Akkulaufzeit, selbst für meine private Verwendung, so ganz normal im Alltag. Deswegen weiß ich nicht, das war halt manchmal ein bisschen doof, morgens halt irgendwie Handy vom Strom nehmen und abends hast du wieder keinen Akku. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein bisschen was gemacht. Und ich bin bei etwas über 50% Akku noch, also bis zum Abend und bis morgen früh, keine Ahnung, ich kann's, der Akku hier hält halt fast anderthalb Tage, das ist halt eigentlich ganz geil. Pro Max hält halt noch länger, das ist krass. Aber ich will halt kleine Handys lieber haben, ich mag kleine Handys. Linus, danke für den dritten, Ehre. Woran denkst du, Bruder? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Aber das geht nicht. Ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Mhm. True. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Oh, ja. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten, bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen. Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Dumm, dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein.
ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Alter. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oder möglicherweise auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, dich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ist es das? Spielen wir jetzt Atreus? Lol, ich habe sogar überlegt, ob man mal Atreus spielen wird. Wie wäre es mit einer Alternative? Etwas weniger Riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert? Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund. Jörmungandr? Hast du ihn gefunden? Warum zeige ich es dir nicht? Liegt auf dem Weg zur rachsüchtigen Göttin, die dich tot sehen will. Also haben wir Zeit zu entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Also, weißt du, wo Freya ist? Nein, nein. Ich meine ja, aber reden wir erst mal mit der Schlange und dann bringe ich dich nicht zu Freya. Wie klingt das? Dann habe ich mir aber überlegt, okay, die werden doch nicht ein komplettes neues Gameplay aufziehen. Was geht ab? Okay, warte mal, kann ich irgendwie mit dem Bogen schießen oder so? Nee. Okay, dann wird es kein neues Kampfsystem jetzt geben, vermutlich. Fidorik, wenn es erst am 15. kommt, obwohl es am 1. versprochen wurde. Quatsch mal mit deinem... Dass du deinen Schlüssel von Yggdrasil hast. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Ha, hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Nein. Ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Mehr nicht. Tja, hoffentlich magst du es kalt. Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein pelziger Freund diesmal begleiten? Nein. Ich wollte es dir sagen. Fenrir ist tot. Oh. Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Also es sollte am 15. kommen, kommt jetzt aber am 22. Ja, trotzdem mal mit dem Mobilfunkanbieter quatschen. Na, vielleicht kriegst du was rausgeholt, so. Ich habe was Schönes beim Helheim-Turm gerochen. Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber deshalb glaubst du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, mehr, was ich mehr Datenvolumen oder so? Tja, ist wohl viel passiert. Und ich brauche Antworten. Sagen, es liegt an Apple. Ja, sag, solange es nicht an mir liegt. LOL! Galva! Nee. Ey, was geht jetzt ab? Also, was war los? Eine Truhe. Nicht so einfach, was? Sei still! Geil! Wie geil ist das denn? Ey, super lustig, super gut gemacht. Ey, bis... Skaulver! Also es hat ja mal irgendjemand letztens geschrieben, dass kein weiteres God of War Spiel geplant ist und dass das jetzt das große Finale quasi sein soll. Da sie jetzt Atreus Gameplay ermöglichen, vermute ich fast schon, es wird mit Sicherheit mal irgendwann ein... Also ich könnte mir vorstellen, dass die Reise eventuell mit Atreus weitergeht. Also Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Ach, das Unlimited. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Unlimited Datenvolumen ist natürlich insane. Ja gut. Dann kann man da nicht so viel rausholen. Aber wir werden auf jeden Fall mit Kratos nochmal hierher kommen. Gaulver! Ah. Das kann er dann alles anzünden. Wahrscheinlich kommt er auch sogar hierher nach dieser Szene. Schätze ich jetzt mal. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Saber? Ja, doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über sie. Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Krass.
Was kostet denn dann dein Tarif, wenn ich fragen darf? Weil Unlimited Datenvolumen klingt eigentlich ganz cool. Im Zweifel könnte man sich da halt auch, wenn man jetzt so wie ich vorhin Internetprobleme hat, könnte man sich dann auch mal kurz einwählen. Und Terrence hatte gefragt, ob ich mal irgendwas in Richtung Real Racing gemacht habe. Ja, ich hatte ein paar Runden auf der Nordschleife und auf dem Hockenheimring in einem RCN Fiesta. Aber noch nie Formelsport. Ja, fühlt sich gut an, was? Es ist toll, Sindri. Was du ja auch nochmal spezifiziert hattest, aber nö. Nix weiteres. Versperrt. Wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg da durch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Sieht nach Zwergen aus. Die kann ich nicht hochheben. Vielleicht mit etwas Hilfe? Sieh mich nicht an. Wer weiß, wo die war. Gaulver! Es ist Klingstein. Aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Oh. Hier ist Arm also. Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Wie auch immer, ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Oh oh. Wir haben Besuch. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Wer sagt, du musst sie anfassen? Mir gefällt, wie du denkst. Wird schon schief gehen. Etwas Hilfe wäre gut. Ah, na gut, ja, ich, Gaulva! Also Atreus spielen macht fast schon mehr Spaß, als Kratos zu spielen. Geil. Ach lol, warte mal. Nimm das, du fieser Steinhaufen. Ja, moin. Weg von mir. Wow, Sindri. Harte Worte. Ich will ihn treffen. Sei still. Soll ich helfen, oder? Schon gut, schon gut. Einen Augenblick. Sauber. Alter! Nettes Detail, aber das ist nicht jeder Finisher-Move. Ja, du brauchst Hilfe. Was soll's? Netter Move, dass nicht jeder Finishing-Move tatsächlich auch killt von Atreus. Okay. Ey, wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, auch mal ein God of War mit Atreus jetzt, also... Nur mit Atreus. Der wird doch mit Sicherheit auch nochmal Nahkampfangriffe krassere bekommen, oder? Nein, er ist Loki. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Hat dein Vater die ganze Kraft? Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist. Autsch. Emotional Damage, Emotional Damage, Alter. So, auf geht's. Einfach komplett die Ehre genommen, ey. Heieiei, let's go. So, ich bereite hier gerade noch, by the way, im Hintergrund. Du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Freya würde mich nicht töten. Und Jörmungandr ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich.
Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Ich warte nur darauf, dass Kratos ihn erwischt und sagt, hey, was fasst du hier vor? Tja, er ist weg. Hast du es schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Ah, er kann ja reden, stimmt, mit den... Ist gar nicht seltsam. Ich verstanden, er hat gesagt, ich kann kein Deutsch. Hast du nicht? Tja, wir wollen dich nicht aufhalten. Eisenwald. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das? Dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück. Auf beiden Seiten jeweils drei Menschen, die daran ziehen. Oder so. Ja, und wir... Die Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Bro. Du überspannst den Bogen langsam ein bisschen. Komm, dann mach. Spuren im Schnee. Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Valkyren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt da ich weiß, wo sie ist. Ja, genau das werde ich tun. Scheiße! Sag Brod nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Okay. Hey, Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Und genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Wie kommt das mit deinen Kopfhörern rüber? Ja. Stark.